Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir testen heute Shadow TV Man im Endless Mode. Und ja, eigentlich haben wir auch nicht großartig was dabei. Wie ihr sehen könnt, Santa TV Man, Shadow TV Man und einmal Green Laser Cameraman, damit wir ganz kurz unsere Economy aufbauen können. Wird geil, lasst ein Like da, wir gehen rein und let's go. Was glaubt ihr, wie weit kommen wir? Schreibt es in die Kommentare, schreibt es auch gerne mal in den Chat. Ich bin nämlich nebenbei am Streamen. Was meint ihr, wie weit kommen wir mit Shadow TV Man Only? Oh, okay. Das sieht interessant aus. Ich finde es auch cool, dass das so lila ist. Sieht so richtig Shadow aus. 50. Glaubt ihr bis 50? Ich sag, wir kommen weiter. Wave 60. Ist eigentlich easy to buy, ne? So, hier das solide Grundsetup aufgebaut und mal schauen, was jetzt passiert. Den haben ja schon so viele gezogen. 215.000 existieren schon. Wave 30 sagen sogar einige hier. Der ist nicht so stark. Na, wir werden sehen, wie stark der dann tatsächlich ist. Ich würde ihn halt hier so in die Ecken... Ja, wobei, wie viel Reichweite hat denn der später? 50. Ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Wenn man den hier so hinbaut später, denke, da geht ein bisschen was. Ich bin gespannt. Test jetzt erstmal die Unit. Müsste eigentlich generell mal wieder mehr Units testen oder vielleicht auch mal das Glücksrad benutzen, um zu schauen, so was jetzt als nächstes anfällt. Der Cinema Godly. Wie, was ist mit dem? Okay, wir haben jetzt Kiste hochgedrückt. Moneten kommen. Wir könnten Shadow TV Man bald bauen. Vielleicht noch ein Wave Skip. Wir kriegen jetzt eigentlich schon zwei 500er Income. Ja, dann könnten wir den eigentlich schon direkt umbauen. Würde ich schon fühlen. Oh! Jetzt bin ich gespannt. Sieht auf jeden Fall krass aus, Geyser. Shadow TV Man hier mit seinem Fernseher hier richtig reinzündet. Okay, das sieht schon cool aus. Ich finde die Unit vom Style her, muss ich sagen, das ist schon eine 10 von 10, ne? Das finde ich schon ziemlich cool. Der haut auch ordentlich Schaden rein. Also 1000 Damage hier pro Sekunde. Bisschen klein. Ja, aber dafür, dass er so klein ist, macht er ganz schön viel Damage, ne? Guck mal, wenn wir den jetzt vielleicht später hier hinstellen, dann können wir noch ein bisschen was rausholen. Da haben wir schon direkt jemanden, der gleich von Anfang an hier mies reinböllert und macht auf jeden Fall wirklich sauberen Schaden. Alles ist cool. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon vorne gut abgedeckt. Ja, was willst du machen? Die kommen halt nicht mehr durch, ne? Danke, dass du meine Langeweile vertreibst. Leute, folgt auf Twitch rein. Da vertreibe ich euch die Langeweile. Absolut. Callig. Wir gehen später, oder wir sind jetzt nach dem Stream, geht's rüber zu Twitch. Guck mal, wie der Schaden hier schon reinknüppelt. Die kommen gar nicht durch. Also Shadow TV Man. Ein einziger bis Wave 14. Kein. Wir haben halt kein Slow. Das ist natürlich wieder blöd. Muss ich auch also zugeben. Das mit dem Slow könnte sich noch als Problem herausstellen. Aber Damage-technisch ist okay alles hier, ne? Glatt überall 1000er reingecashed. Jetzt haben wir auch schon richtig gute Kohle hier, die läuft. Ich guck mal, wenn wir den halt pushen, ne? Ich meine, die kommen ja nicht mehr weit. Ey, guck dir das an. Der Damage ist zu krass. Yo! Und dann hier in dem Kreis noch? Alter, das Ding fängt richtig an, richtig OP zu werden. Und dann noch der 15er Range-Boost später. Puh! Okay, Shadow TV Man ist geil. Ich sag, das wird auf jeden Fall noch interessant. Ich sag, mit Wave 50, das wird noch interessant. Der steht hier richtig gut. Ich schwör's dir, also der kommt auch krass. Mit seinen Lautsprechern, die er hier ausfährt. Der Charakter ist schon wirklich richtig gut gemacht. Wenn ihr mal überlegt, wie die Anfangscharaktere ausgesehen haben. Den fand ich echt sehr nice. Game Lander, ich hab gesehen. Aber erst mal gucken, was wir alles so kriegen, ne? Ich werde viel auf dem Testserver machen. Wir werden viel auf dem Testserver machen. Banken sind fast max. Das heißt, wir können gleich erstmal sehr viele Units placen. Und denkt dran, ich kann noch Units verkaufen später. Von hier oben und die nach unten setzen. Alles möglich bei Wave 50. Es geht nicht darum, wie weit ich komme, sondern generell, wie weit man nur mit Shadow TV Man kommt. So ein kleines Experiment halt, ne? Jo, Digga, er ist einfach so gottlos stark gerade, Mann. Da kommt halt nichts mehr durch. Wenn du mir eine Clock Rate geben willst, schick mir gerne eine über das Postsystem hier in dem Spiel. Okay, das wird spannend. Sag ich ja. Oh, da war fast der Stun, Leute. Ganz knapp hier mit dem Stun gewesen. Wir werden die Banken jetzt maxen. Bis Wave 30, alles chillig. Aber gleich wird man es halt merken. Wir müssen in diesem Kreis hier natürlich ordentlich was aufbauen.
Heißt, ich werde versuchen, die ganzen Santa TV-Mans hier drum zu platzieren. Aber easy going hier, ne? Bin so abgerippt. Ich platziere jetzt den nächsten. Und den würde ich, glaube ich, gerne hier hin. Ah, vielleicht hier so rüber. Nee. Gut abgemessen. Müsste eigentlich laufen. Mal gucken. Ja, die Flying Toilet hat ja, also die war ja richtig easy. Die konnte mir so easy deffen. Oh, Wave 28. Ich stelle einfach noch einen hier hin. Yo. Jonanas, bitte ruhig bleiben, ne? Das gibt hier immer Timeouts. Die Mods mögen das überhaupt nicht. Schreib nächstes Mal einfach rein, was du gewonnen hast. Aber spam bloß in den Chat voll, okay? Flying Dual Buzzsaw. Das überlebt ihr nicht, Digga. Aus dem Kreis kommt ihr nicht mehr raus. Feierabend. Okay, das ist auch eine richtig miese Range hier. Aber leider den Kreis nicht so gut genutzt. Da würde ich sagen, könnte man vielleicht hier so, würde ich sagen, ist perfekt eigentlich. Ja, das wird später auf jeden Fall noch etwas besser. Aber jetzt habt ihr auch plötzlich deutlich mehr HP, ne? Ärgerlich, dass man hier wieder zwischendurch nichts machen kann. Keine Ahnung, woran das liegt. 9 von 16 Truppen haben wir schon platziert. Okay. Ich bin auch sehr überrascht, dass wir hier so clean gerade alles lösen können. Nicht einmal irgendwie eine kritische Situation gehabt. Ah, hier, die Rockets, die werden jetzt vielleicht ein bisschen... Ah, wobei, ey, wir machen, wenn dann schon einen Stresstest, ne? Müssen natürlich mal gucken, was hier so geht. Wir haben auch noch bis hierhin, also hier ist sowieso alles cool. Ich würde sagen, hier sollte sich später auch das meiste abspielen. Deswegen platziere ich die Truppen jetzt einfach mal so nah wie möglich hier beieinander, weil hier sind die Ranges eigentlich perfekt. Oh, der hat wieder direkt Rocket reingedrückt. Kriegt aber von hier hinten auch schon gut Schaden rein. Auch mal wieder ordentlich was abgeräumt. Die sind aber auch direkt wieder gestunnen, ne? Holy moly. Glitch Toilet am Start. Alle hier am Pennen. AOE Damage, richtig wichtig. Ey, du kannst schon eine Unit mehr placen. Ja, wir haben ja schon ein bisschen EP und so gesammelt, ne? Ey, ist es schlimm, wenn ich was verpasst habe? Nö. Aber weißt du, was schlimm ist? Wenn du nicht bei Twitch reingefolgt bist. Leute, ich gehe später noch auf Twitch live. Da machen wir aber ganz entspannte Basis. Da werden wir sehr, sehr viel chillen. Caro, hau mal den Twitch-Link für die Zuschauer rein. Die müssen mit rüberkommen. Heute 6000 Follower voll machen, haben wir uns vorgenommen. Okay, wir sind Wave 43. Wie sieht's aus bisher? Oh, wir müssen den Autoskip, glaube ich, langsam rausnehmen. Passiert halt einfach gerade zu viel. Oh, jetzt wird's hart. Jetzt wird's hart. Jetzt kommt eine ganze Meute an. Hier erstmal alles bereinigt werden. Digga, die Mutant Assassin Toilet, ne? Die war ja dreist gerade. Okay, wir haben einen abgegradet. Ja. War gerade viel los. Der Laser Scientist hat hier noch zu viel Leben, Leute. Kein Slow bekommen. Pace hier richtig durch. Das könnte es gewesen sein. Und ich muss tatsächlich hier hinten schon den Shadow TV Man abreißen. Weil ich glaube, Digga, das ist sonst einfach ein bisschen zu close. Nee, schaffen die noch. Ich habe aber einen abgerissen. Wir müssen eh einen hier hinstellen. Also, mag da oben. Das ist mir zu viel gestunne hier, ne? Hier unten müsste er eigentlich sterben. 50.000 Leben ziehen die eigentlich locker noch weg. Ja, das ist easy. Das war eine knappe Kiste, muss ich sagen. Okay, perfekt. Und weiter geht's. Kannst du da in Twitch Post Office machen? Twitch werden wir was anderes zocken. Da schnacke ich eher mit den Leuten, weißt du? Da bin ich auch mal so im Chat. Da zeige ich auch mal so mein Studio hier und mache den Greenscreen runter. Da chill ich ein bisschen mehr. Wave 50 schaffen die vielleicht nicht. Sagst du, dass sie es nicht packen? Also den hier verkaufe ich jetzt. Der ist unnötig as hell. Toxic Skull, der kann ja gar nichts mehr machen. Gucken wir mal, wie viel Damage bekommen die jetzt. Sieht aber eigentlich noch gut aus, wenn ihr mal seht, so der AOE-Schaden ist eigentlich schon lecker Schmecker. Der Damage geht echt sehr, sehr schnell rein. Doch, also ich sag, Wave 50 schaffen wir locker. Wir haben ja auch noch die Santa TV Man, die wir halt sozusagen abbauen können. Ne? Ich komme sofort wieder. Ich hole mir einfach mal ganz kurz meine Sachen, die gerade geliefert worden sind. Obwohl, warte mal. Rocket Toilets pressen mir hier zu heftig, zu schnell durch. Easy, 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 easy. Ist alles easy. Leute, ich hoffe, wir packen es, ne? Ich bin sofort wieder da. Okay, was haben wir hier? Noch ein Upgrade. Wir sind immer noch im Test. Ah, jetzt kommen die ganzen Corrupteds, ne? Hm. Auch nicht cool. Wave 49. Ich lasse ab Wave 50 den Autoskip durchlaufen. Weil wir dann... Da haben wir unseren Test ja. Also die Wette der Community war größtenteils, ich schaff's maximal bis Wave 50. Also erstmal kommt jetzt Shadow TV Man. Die starken Units können wir im Laufe der Woche testen. Ich guck mal, wie die Videos ankommen. Und davon mache ich das so ein bisschen abhängig. Wir wollen auf jeden Fall auch auf Denome XXL jetzt live streamen. Damit fangen wir an ab Freitag. Da werden wir so Mobile Games auch zocken nebenbei noch. Habe ich auch schon sehr, sehr Bock. Wave 50 kommt jetzt, Leute.
Aufgepasst. Aufgepasst. Giant Smooth Toilet. Die wird auf jeden Fall nicht easy. Das weiß ich jetzt schon. Das wird auf jeden Fall nicht easy. Aber wenn hier erstmal alle aktiviert sind. Ja, wir haben den Boss hier auf jeden Fall ganz locker im Griff. Hat aber ordentlich Leben jetzt der Typ. Easy. Er hat gesagt, ich schaffe Wave 50 nicht. Locker easy. Also das war ja wohl komplett easy, Leute. Yo, what the... Also, komplett easy. Sorry, aber what the hell war das denn? Lass ich jetzt durchlaufen hier, den Aal. Ich hab gesagt, ab jetzt kommt Autoskip. Wir farmen auch richtig Kohle auf einmal, ne? Ab Wave 50 gibt's richtig Geld. Muss ich ja schon die Dings abreißen, die Banken. Ich hab ordentlich die Waves reingeskippt und ich glaube, das war's mit uns. Also, ich habe ja den Test hier gemacht. 50 war die Community. Wave 53 ist jetzt schon am Start. Alles wird halt aufgeräumt. Die Wilder-Toilets können auch nicht viel machen. Also die Shadow-TV-Man, mit denen könnt ihr auf jeden Fall schon ein bisschen was hier ausrichten. Und da haben wir die Barrett Rocket Launcher-Toilet. Ich lasse mal einfach den Green Laser jetzt hier drin. Ich finde es halt blöd, dass bei dem nicht drin steht, dass der Unit slowt, ne? Wave 100, Bro, das ist das schwierigste Rave. Also ich war letztes Mal, glaube ich, wie weit sind wir gekommen letztes Mal? 105? 110? Warum bist du im Hintergrund in einem Discord-Call? Wie, was meinst du? Oh, das wird hier wirklich schwierig jetzt für ihn. Für alle hier. Ah, er ist wieder in der Todeswave drin. Guck mal, wie die rasieren, ne? Die sind echt strong. Könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber RIP. Er ist auf jeden Fall abgeräumt. Und ich glaube, das sollten die jetzt eigentlich auch locker noch schaffen. Gerade hier drinne. Dieser Ring hier, dieser weiße, da geht halt extrem viel Schaden auch nochmal durch. Können wir ja direkt die nächste Wave reinholen. Einfach den Laser für den Slow nutzen. Wäre halt krass, wenn wir den hier mittendrin einfach reinpacken, ne? Und den halt für den Slow benutzen. Aber das ist halt rein theoretisch natürlich gemogelt. Deswegen gehe ich jetzt in Autoskip voll rein. Weil das ist halt gemogelt, Leute. Aber der Damage ist eigentlich schon echt in Ordnung. Was machen wir heute? Wollen wir BeamNG Drive zocken oder auf was habt ihr Bock später auf Twitch? Was machen wir später? Wave 56. Also wir sind sehr, sehr weit gekommen. Horror. Ja, aber nicht um 17 Uhr, Bro. Marbles können wir... Safe. Marbles hätte ich auch Bock, Digga. Eine kurze Runde so. Marbles mit euch zocken. Da kann die Community mitspielen, Mann. Marbles habe ich mies gefeiert. So, letzter Run. Ich baue noch den letzten Damage-Meter hier auf. Supermarkt-Sim. Reacts. Ja, Reacten können wir heute eigentlich auch mal wieder machen. Du wolltest das Team im Partner-Server machen. Ich denke, das mache ich beim nächsten Mal. Oh, Leute. Ich glaube, das war's jetzt, ne? Ich glaube, jetzt ist halt komplett RIP, oder? Ich lasse mal so ein bisschen auf chillig noch alles. Ich lasse mal ein bisschen Luft jetzt hier rein in die Runde. Nochmal zu gucken. Bringt es was, wenn wir ein bisschen Luft... Alter, die sind ja krass, ne? Die Camo-Helikopter-Toilets einmal mit 3 Millionen Leben. Holy moly, Bro. Ah, jetzt sind die RIP. Ja, ihr Helm-Boss-Toilet, ne? Keine Chance. Keine Chance. Das war's. Wave 60. Schon der Clear-Up hier. Die Strider-Rocket-Toilet ist durchgekommen. Schaffen wir nicht mehr. Die Helm-Boss-Toilet macht uns weg. Boom. Also bis Wave 61 könnte theoretisch kommen und ich glaube, wenn man das sauberer spielen würde, würde man sogar theoretisch auch bis Wave 65 kommen. Das war's auf jeden Fall mit dem Video und mit dem coolen Test von Shadow TV, Man. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn ja. Kuss, Kuss, Kuss. Euer Dano out. Achso, und wir signieren Units am Freitag. Bis dann.